Dann war ja, was so, sagen denn die lieben Zuschauer zu dem Update? Also, ich mal, könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr das Update so? Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen, herzlich willkommen zu den Lach- und Sachgeschichten. Ja, erstmal hoffe ich, ihr habt alle wundervolle Weihnachten gehabt bisher. Und bevor ich jetzt hier gleich mit der Xim mich wieder unterhalte, was so die letzte Woche bei Star Stable Online passiert ist, möchte ich dich herzlich einladen, am nächsten Sonntag mit zum Träumertreffen zu kommen. Du siehst hier jetzt das Träumertreffen von gestern durchlaufen, wo wir einen Ausritt gemacht haben und ein bisschen Spaß miteinander gehabt haben. Wenn du Lust hast, kannst du nächsten Sonntag gerne dabei sein. Wir treffen uns wie jeden Sonntag um 15 Uhr bei Rosi der Kuh beim Morlandstall und zwar auf Server 4. So, und jetzt sage ich aber Hallo Xim und frohe Weihnachten! Hallo Dana, dir auch. Dankeschön. Ja, Heiligabend gut überstanden. Musstest du dich zum Rechner kugeln oder kannst du noch gehen? Naja, es ist schon so ein bisschen, es hat schon so ein bisschen was von Kugeln irgendwie, ne? Und jedes Jahr wieder, oder? Ich verstehe gar nicht, warum man das immer wieder macht. Genau. Also ich meine, man könnte ja weniger einfach zu essen. Weißt du, man wird ja nicht verhungern oder so. Wir haben gestern auch, wir haben auf der Couch gelegen, ne? Ich sage es dir, beide, ne? Ach ja, nee, bewegen wollen wir uns eigentlich nicht. Genau. Ja. Gut, das Weihnachtswetter hat ja auch nicht wirklich zum Bewegen eingeladen. Oh, nee, also so mit dem, nach dem Essen Spaziergang und so hier, also im Norden bei Regen und Sturm, nee, nicht so wirklich. Hier ist nasskalt, es zieht so durch alle Klamotten durch, weißt du, da kannst du dich gar nicht gegen anziehen, ja. Genau, weißt du, wenn das jetzt ein richtig schöner Wintertag wäre, dann würdest du ja sagen, ne, so komm, jetzt haben wir gegessen wie die Verrückten, ne, und die Schokolade noch hinterhergeschoben, jetzt bewegen wir uns mal ein bisschen, aber... Nee. Nee, ist alles irgendwie so ein bisschen genau. Das ist bei uns auch so, ja. Aber die Woche war, hattest du denn eine ruhige Woche oder war bei dir anstrengend jetzt? Oder war es schon, weißt du, hast du die letzte Woche, war das schon eher gechillt? Es geht so, ne? Also es ist ja immer so ein bisschen Vorbereitungsgedöns und du bist dann irgendwie, also ich bin dann immer froh, wenn es vorbei ist, ne? Aber es gibt sicher Schlimmeres, ne? Also es ist so durchwachsen gewesen, ne? Und trotz alledem war ich dann gestern, beziehungsweise Heiligabend vor allem dann, froh, als ich dann sagen konnte, so, jetzt hast du alles durch und jetzt kannst du dich hinsetzen und essen. Ja, genau, und die Beine hochlegen, das stimmt. Genau. Aber Star Stable hat uns das letzte Woche auch leicht gemacht. Wir mussten gar nicht so viel auf der Facebook-Seite rumlungern, um mitzukriegen, was passiert. Weil so viel ist ja eigentlich nicht passiert. Die haben an uns gedacht, dass wir in Ruhe unsere Weihnachtsvorbereitung machen können. Richtig. Aber das Monday-Fun-Day fand ich super schön. Das ist schön, ne? Das ist so mit der Kulisse im Dino-Tal hier von der Dakota Snow Yard ist es, ne? Wirklich schön, ja. Ich fand den Lichteinfall einfach so schön, weißt du? Das Licht ist so schön von der Seite da reingekommen. Und ich fand es auch mal cool, so ein Bild dann so von, ja, das ist ja so von hinten, ne? Also das ist einfach so ganz nett gewesen. Also mir hat es sehr gefallen, das fand ich schön. Und da haben sie auch geschrieben, wir warten schon gespannt auf Schnee, ja. Dann warten wir mal noch ein bisschen weiter. Genau, zumindest im realen Leben. Ne? In Star Stable kriegten wir den ja dann. Ne? Ja, da war er ja schon da sogar. Ach stimmt, da war er ja schon da. Ja, guck mal, ich bin schon verwirrt. Ne? Das geht schon los. Richtig, ja, Feiertage verwirren einen aber auch. Was die. Ne? Man muss immer überlegen, was war wann, welcher Tag ist heute? Und richtig, ne? Alle haben Urlaub und Ferien und was weiß ich. Und irgendwie blickst du gar nicht mehr durch. Ja, ne? Geht mir auch so. Also es ist irgendwie ist das alles etwas verwirrend. Man hat kein Zeitgefühl mehr. Wer übrigens auch kein Zeitgefühl hatte, war ja wohl Anastasia anscheinend, ne? Ja, die hatte auch kein Zeitgefühl. Schöne Überleitung. Die war verwirrt, die Gute. Ja. Da hatte sich dann ein Bug eingeschlichen. Ja, man konnte ihn umgehen, aber das kostete dann 75 Starcoins. Ne? Ja, man konnte übernachten, ne? Genau. Ich kann ja die Quest eh noch nicht machen, ne? Weil und so. Ich vom Level noch nicht so weit bin, dass ich die Vorquest gehabt hätte. Und ach, naja, gut. Also das dauert noch ein bisschen. Das heißt, wenn ich das spiele, ist es nicht mehr verbuggt. Hurra. Aber ich habe das natürlich mitgekriegt, ne? Dass da viele dann, dass das irgendwie alles nicht so ging. Und jetzt haben sie dann aber gepostet auf Facebook, am 19. war das, dass das wohl behoben worden ist. Richtig, genau, Gott sei Dank. Ne? Aber bis dahin hatten natürlich viele, inklusive mir, übernachtet. Und ja, die Quest war auch wirklich, es hat sich gelohnt. Ne? Also es hat Spaß gemacht. Wenn du es ja, du sagst ja, du hast es noch nicht gemacht und kannst es noch nicht machen, also freu dich schon mal drauf, es ist toll. Ja, also es gibt ja wirklich so Quests, wo du sagst,
Quest halt, ne? Ja. Ein paar XP, freuen wir uns, nehmen wir mit. Aber es gibt auch wirklich die, wo du richtig mittendrin bist und wo du richtig Spaß hast und gespannt bist. Und ja, das war so eine, doch war cool. Ja, ja, schön, dass sie den Bug dann so zwischendrin behoben haben. Die haben sowieso zwischendrin immer so kleine Patches gehabt, ne? Hat der bei dir auch immer wieder mal nachgeladen, der Launcher? Ja, ja, tut er mal immer wieder, genau. Ist mir also die auch sind nicht untätig, richtig, Gott sei Dank. Fleißige also ich finde es ganz cool. Ja, fleißige Bienchen, wirklich wahr. Muss man schon sagen. Also das haben sie. Hast du gesehen? Apropos fleißige Bienchen, das stand nirgends. Und jetzt denke ich dran. Die App. Die haben die App geändert. Hast du das mitgekriegt? Nee, habe ich nicht. Ich nutze sie tatsächlich sehr, sehr selten. Okay, dann blende ich das jetzt hier mal ein. Du hast doch auch ein iPhone, ne? Habe ich auch, dann guck mal rein, ne? Weil ich weiß nicht, ob die es auf Android mittlerweile haben. Hatten sie vor 2-3 Tagen noch nicht. Ich blende es jetzt mal beim iPhone ein. Du kannst jetzt nämlich von der App aus deine Stallhilfe engagieren. Cool. Du kannst sehen, wie lange deine Stallhilfe noch läuft, wie viele Starcoins du hast und du kannst halt eine neue Stallhilfe engagieren. Super praktisch, wenn du unterwegs bist oder der Computer gerade streikt oder du vielleicht auch einfach keine Lust hast, nur deswegen einzuloggen. Das geht jetzt nämlich auch über die App und das steht nirgends, dass das funktioniert. Und du kannst Starcoins kaufen über die App. Ja, gut, ja. Das kann sein. Ich glaube, das ist für einige vielleicht interessant, weil du das dann über den Apple Store bezahlst und du einfach eine weitere Bezahlmöglichkeit hast. Das stimmt, das ist dann wieder cool. Also ich meine, die sind da teurer, das habe ich schon gesehen. Ne? Also, sind ein bisschen teurer und ob die dann auch von so Doppel-Starcoins profitieren oder so, muss man abwarten. Gab es seitdem ja nicht. Aber man kann jetzt darüber auch Starcoins kaufen. Und es gibt ja nun mal viele, die dann irgendwelche iTunes-Gutscheincodes haben oder richtig, für den Google Play Store dann, weil das wird es ja für Android dann auch geben letzten Endes. Und du hast einfach eine weitere Bezahlmöglichkeit. Finde ich persönlich gar nicht übel. Stimmt, das ist dann eine coole Geschichte. Und den Kalender haben sie rausgenommen. Der war eh sinnlos und den haben sie auch rausgenommen. Ja, okay, den hat kein Mensch gebraucht. Das der ist nicht mehr da. Ist das nur so Bemerkung am Rande? Randnotiz. Genau. Als Randnotiz kannst du übrigens auch das Update letzte Woche bezeichnen, oder? Oh Mann, ja. Also ehrlich, sowas von. Also ich bin ja eigentlich, ich meckere selten eigentlich. Ne? Also ich würde jetzt ja auch nicht meckern, aber ich war trotz alledem mega enttäuscht ein Stück weit. Also ohne ich zu meckern. Ja, ich habe ja sowieso nur so wenig Starcoins gehabt, ne? Und habe dann gedacht, und für die paar Starcoins, die du hast, holst du jetzt auch kein Pony oder so. Da wartest du, weil da kommen jetzt ja bestimmt Mittwoch die neuen Mustang-Farben. Und wenn dir davon einer gefällt, holst du das dann, wenn es mal wieder doppelte Starcoins gibt. Du, und dann gucke ich das Update und denke, ach nee, dann kannst du auch einen Pony kaufen. Ja. Weil Mustang-Farben gab es ja schon mal nicht. Richtig. Ja, guck, ich habe mir auch einen Pony gekauft. Ein Welchi. Ah, süß. Weil ich einfach auch nichts mehr zu leveln hatte. Ja, genau. Ich habe wirklich noch am Dienstag gesehen, dass ich meinen letzten Mustang richtig schnell noch ausgelevelt bekomme, am Dienstag noch fleißig gelevelt. Ja. Weil ich war 1000%. Ich hätte wirklich um alles gewettet. Es gibt Mittwoch neue Mustang-Farben. Es war der 4-Wochen-Rhythmus rum. Genau. Es war beim Mali Platz geschaffen worden für neue Pferde. Ja. Es passte einfach alles. Ne? Und nix war. Ne? Ja, ich hab mir einen Pony geholt. Ne? Macht nix. Die level ich jetzt dann so langsam mal vor mich hin. Jetzt über die Feiertage eh nicht so viel. Dann, weißt du, da habe ich nicht so viel Zeit gehabt. Aber ach, da wusel ich jetzt so ein bisschen. Und dann ist es halt so, vielleicht kommen ja jetzt Mittwoch dann die Mustang-Farben. Also ich bin auf alle Fälle gespannt. Denn also das Update war ja wirklich, okay, ich finde die Idee nett, dass Raptor da mit seinem Auto durch die Gegend cruist. Ne? Ja. Die Idee ist nett. Ja, und auch diese Geschichte mit Entwerfe Raptors, neues Single-Cover und so. Das ist ja auch ganz schön für die Leute, die da Spaß dran haben, ne? Die da sowas machen können. Und ich finde aber wieder, es ist teilweise nicht für meinen Geschmack nicht genug durchdacht. Denn selbst das jetzt, wenn Raptor da rumfährt, ich kann nicht mal am Straßensand stehen und dazu tanzen am Straßenrand. Stimmt. Das hätte es doch wenigstens geben müssen, oder? Ja, also finde ich halt ein bisschen, Richtig. Gut, dann gingen noch die Weihnachtsquests weiter, ne? Da, hat man auch noch ein bisschen was halt zu tun gehabt. Ich weiß, du, welche Quest ich nett fand, war die beim Weihnachtsmann, die man jetzt so dann täglich machen kann, weißt du, mit den Geschenken. Mit dem Geschenken, mit dem Schlitten, ja, das ist schön, ne? Ja. Das ist aber, irgendwann ist man es dann auch über, ne? Also es ist natürlich, die Weihnachtsquests sind ja identisch die gleichen wie im letzten Jahr, ne? Für die letztes Jahr schon gespielt haben, ist es natürlich echt nicht mehr spannend. Man weiß so ziemlich genau, was kommt, ne? Und wann was kommt und, ne? Und
Naja. Naja. Ja, also wie gesagt, ich finde die Idee grundsätzlich gut. Ich hätte mir gewünscht dann, dass sie da wenigstens noch Schnee hinmachen, ja, nach Jorvik City, und dass ich die Möglichkeit habe, da dann auch zu tanzen. Wenn es auch eine komplett neue Single gewesen wäre, wäre es halt auch ganz cool gewesen. So war es halt, ja, für meinen Geschmack nicht zu Ende gedacht. So. Richtig, ja, gut, dann gab es ein paar neue Kleidung. Die gab es dann tatsächlich mal wieder im Shoppingcenter. Ja, ne? Da das war ich tatsächlich ganz, cool. ganz froh. Aber, also ich weiß ja nicht, ne? Was sagst denn du zu den Blusen? Du meinst die Oma-Blüschen? Ja, ich habe auch gedacht, also Oma Gitte hat ihr Häkeldeckchen drauf gebügelt, oder ja, was? Ja, 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 also meins ist es nicht. Auch, ja. Ist nicht, also, nee, also nein. Also ich mag's auch, nee. Ich mag die Hose, finde ich okay. Ich finde auch die Schuhe und die Handschuhe und den Helm sind okay, wenn man Helme trägt. Ich trage halt selten einen, ne? Ich auch nicht, ja. Aber die Blusen, da habe ich gedacht, ach nö. Genau, ja. Fand ich ist wirklich eine so Geschmackssache. Ja. Ne? Dann haben sie angeteasert, es gibt ein neues Geschäft in Jorvik City, da also am Governors Fall, gegenüber vom Leonardo, da kommt, denn das hatte mir auch tatsächlich so ein bisschen gefehlt. Ich habe gesagt, ja, schön, Jorvik City und shoppen und so, aber ich sehe nur Kleidung, wo ist hier das Pferdezubehör? Ja. Ne? Und da kommt ja jetzt tatsächlich, oder es ist da, es ist aber noch nicht eröffnet, auch ein neues Pferdezubehörgeschäft, finde ich ganz nett. Ja. Aber jetzt mal anders. Wie viel warst du in der vergangenen Woche in Jorvik City? Oh, ich war sowieso insgesamt kaum online, weil ich so wenig Zeit hatte. Ja, okay. Also nur zum Update-News-Video aufnehmen eigentlich. Ja, ne? Ja. Mehr ist es eigentlich schon jetzt nicht mehr, ne, was man da macht. Also, ja, Pferdemarkt war auch nicht. Nee, ja, war auch nicht. Ja gut, es wurde auch nichts Neues angeteasert in dem Game-News-Video. Nee, da kam auch nichts. Ne? Da hatte ich jetzt irgendwie so gehofft, dass sie vielleicht die Mustangs dann wenigstens anteasern. Ja. Aber war irgendwie, nee, also das war echt so, ja, ich weiß auch nicht, war nicht so begeistert von dem Update jetzt. Nein, es hat einen einfach nicht aus den Socken gehauen und es war einfach so ein bisschen so, ja, man war so voller, also ich war so voller Freude, neue Mustangs und was für Farben werden kommen, ist ja auch immer spannend und wird ein Buckskin kommen oder vielleicht ein schwarz-weißes, was ich ja auch unheimlich gerne noch hätte und so. Und dann war irgendwie so, ne, dann kamen die Game News raus, ne, dann hat man ins Video geguckt, da fehlte schon irgendwie so eine Info. Ich schon gedacht so, ne, wie, jetzt haben sie es vergessen in dem Video und war alles andere wichtiger, merkwürdig. Ne, und dann kam ja auch gleichzeitig, relativ schnell ging das ja alles am Mittwoch, die News auf der Star Stable Seite und dann kam so, nix. Ja, dann war ich erstmal was so, sagen denn die lieben Zuschauer zu dem Update? Also, ich mal, könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr das Update so? Ich finde es nicht schlimm, dass jetzt, es waren ja viele große Updates vorher. Deswegen finde ich das nicht schlimm, wenn was Kleines kommt. Ne? Also finde ich persönlich nicht dramatisch. Aber das war schon irgendwie, ja, wie gesagt, also ich fand es halt irgendwie nicht zu Ende gedacht. Also, ja. Ja. Vielleicht haben sie es aber auch einfach nicht geschafft, weil die jetzt so viel, weißt du, vielleicht war eigentlich ursprünglich was anderes geplant und dann haben sie es nicht geschafft, weil ja einfach auch genug Probleme und so da gewesen sind mit dem ganzen Servergedöns und dann ging das nicht und dann musste danach gepatcht werden. Ich meine, wer weiß, ne? Man weiß ja auch immer nicht, was hinter den Kulissen los ist. Eben. Kann man ja immer nicht so ganz riechen. Aber man kann sie jetzt seine Klamotten hier da, also du musst deine Langusten nicht mehr mit dir rumtragen, ne? Die kannst, ja, Gott sei kannst Dank. Du jetzt zu Hause lassen. Die stinkige Langustentonne. Ich frage mich ja wirklich, was das wird. Also ob du wirklich diese Tonne mit diesen winkenden Langustenarmen da irgendwann so in den Stall stellen kannst. Also ich fände es ja dann schon witzig, die würde ich dann wahrscheinlich in diese Waschbox stellen, ne? Ja. Da können die dann vor sich hin winken. Aber gut, ich war sehr froh, dass ich die Langusten inklusive Sofa in den Kleiderschrank stopfen konnte. Ja, auf jeden Fall, fand ich auch. Das war in der Satteltasche, wurde es halt langsam eng. Also das fand ich auch, das war vollkommen okay. Ja, das war schon das Update. Ja. Und dann kam ja eigentlich auch nur noch Heiligabend ein Frohe Feiertage, ne? Das war's dann schon. Dann kam nur noch ein Frohe Feiertage und nebenher dümpelte natürlich noch der Adventskalender, dürfen wir ja auch nicht so ganz außer natürlich, Acht lassen. Natürlich, ne? Vor allem so das Türchen am 25. hat uns ja dann alle in Freude versetzt, denke ich mal. Ja, mit den Starcoins. Aber ich war echt, also als ich, war das am 24., was gab es denn am 24.? Ich hab das da gab es dieses Kleidchen. Da gab es das Kleid, genau. Und dann gab es doch vorher irgendwo nochmal diese Ausmalbilder an einem von den Tagen, ne? Genau. Da war genau. ich schon so richtig,
Hä? Wie wollen die denn jetzt das Set noch zu... Weißt du, ich meine, man rechnet ja im Kopf mit, ne? Wir haben, ja. Aber es ist ja gar nicht... Also ich hätte gedacht, vielleicht kommen noch Gamaschen oder... Ach, Gamaschen gab's. Vielleicht genau. Kommen noch Handschuhe oder sowas. Aber kam ja alles nicht. Von daher, hat's dann gepasst. Also Star Cross 300 ist natürlich toll. Also habe ich mich natürlich schon gefreut. Genau, ist eine ganz schicke Summe und bringt mich auch wieder so weit. Auf meinem zweiten Account kaufe ich ja nicht. Oder ich vermeide es. Einmal habe ich es tatsächlich getan, na gut. Aber ich vermeide es und ich habe jetzt da tatsächlich wieder 700 zusammengespart gehabt. Und ja, jetzt durch die 300 habe ich 1000. Das heißt, es reicht wieder für ein neues Pferd. Mhm. Ne? Das ist natürlich schön. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich freue mich jetzt auch, weil ich warte eigentlich momentan auf ein schönes Angebot für Starcoins. Gab es jetzt halt vor Weihnachten und während Weihnachten keins. Ergo habe ich auch nicht. Ich habe 100 Starcoins nur nachgekauft, weil das sonst fürs Pony nicht gereicht hätte. Ja. Ne, ja. Das habe ich schon gemacht. Aber ansonsten warte ich jetzt da eigentlich auch irgendwie auf ein schönes Angebot. Mal gucken. Ja, wäre ja jetzt auch mal wieder fällig. Ne? Im Moment verwirrt Star Stable mich. Weil sie irgendwie ihren Zeitplan, den man sich irgendwie so ein bisschen gewöhnt hatte, ne? Ja, denn das da kam aber, die hatten so die Starcoins irgendwie, waren die doch das eine Mal so früh. Genau, ne? Genau. Und jetzt seitdem ist das alles irgendwie ein bisschen Kuddelwuddel da mit dem. Ja gut, ist dann halt so, muss man halt mal gucken. Natürlich, und abwarten. Ne? Ja, schauen wir mal. Also, ich fand auf alle Fälle die Sachen, die so im Adventskalender waren, echt ganz sweet. Also, die waren ja, echt süß. Ja, doch. Ne? Also, auch hier diese Bildschirmschoner, also diese Hintergrundbilder und sowas. So, ja. Ne? Das war auch ganz schön. Also, vor allem das zweite. Das erste war jetzt mir zu blass persönlich. Das zweite war ja das Bild vom Adventskalender. Genau. Das finde ich total schön. Also, ja. Doch, ja, kann man alles so machen. Fand ich gut. Auch das Set gefällt mir sehr, sehr gut, weil es auch nicht wirklich... Es ist nicht nur Weihnachten und nicht so pink und vor allen Dingen passt da auch. Ich habe das neue, also ich habe die Satteldecke und die Gamaschen hat jetzt mein Pony bekommen. Dazu habe ich den weißen Sattel aus Silverglade, diesen Western-Sattel drauf. Ja, ja. Und dann gab es irgendwie, das ist noch nicht so lange her, im Shoppingcenter auch so ein blau-weißes Set. Ich glaube, mit den Libizanern kam das. Und die Trense hat genau das gleiche Blau. Wie die Satteldecke. Okay. Weißt du, das passt perfekt zusammen. Die ist nicht championatstauglich, ist mir aber wurscht, wäre es auch nicht so gewesen. Und jetzt habe ich mir das dann so weiß-blau zusammengestellt und ich finde echt, das sieht ganz süß aus. Ah, schön, ja. Nee, und das sind wirklich auch so dieser Pulli und die Mütze und so. Das sind einfach schöne Winter-Items, ne? Die kann man tragen, auch außerhalb der Weihnachtszeit. Ja. Jetzt ist ja schon wieder so mehr oder weniger Weihnachten rum irgendwie, ne? So, jetzt gehen wir erstmal auf Silvester zu die Woche und dann wird es ja auch schon wieder, dann werden auch irgendwie die Weihnachtssachen wieder in den Kleiderschrank geräumt fürs nächste Jahr, genau. Ne? Ist ja so. Ja. Und ja, aber trotz alledem braucht man ja dann so ein bisschen was für den Winter, ne? Was Warmes, Kuscheliges und da finde ich das wirklich ein schönes Set. Also, ja, also mir gefällt es auch. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was diese Woche kommt. Glaubst du, die Mustangs kommen diese Woche? Ach ja, ich hoffe ja drauf, weil irgendwie sage ich mir, ne, es ist ja irgendwie der Rhythmus und zum Zweiten einfach auch der Platz bei Marley, ne? Ja. Das machen sie ja auch nicht, weil sie da nichts bringen wollen. Ja, und ne, also ja, doch, ich rechne damit, ich hoffe da drauf und schauen wir mal. Ja, ne? Ich bin auch. Ich bin sehr gespannt, was jetzt diese Woche kommt. Ich habe wirklich, momentan keine Idee. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass die uns mit dem Knaller verabschieden jetzt dieses Jahr, weil es ja das letzte Update ist und wir vielleicht anfangen können, unseren Stall einzurichten. Das würde das mich halt mega freuen, wenn das klappt. Und Die Langustentonne. Und ja, dann hoffe ich einfach mal, dass wir irgendwie total überrascht werden und noch das Vollhammer-Update jetzt dann kommt vor Silvester. Ja, wäre schön. Ja. Ne? Lassen wir uns überraschen. Ich bin neugierig. Ja, ich bin auch neugierig. Ja, und dann hören wir uns wieder im nächsten Jahr. Ja, das hat immer was Krasses irgendwie, ne? Genau. So, wir hören uns dann im nächsten Jahr. Und zu euch jetzt macht euch noch eine schöne Ferien. Ferien sind ja auf alle Fälle überall noch. Na, kommt gut ins neue Jahr rein. Sollten wir uns nicht mehr hören oder lesen. Genau. Und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao.